Oh, ein Geschenk. Oh, ein Mysterium erhalten. Was das bewirkt? Keine Ahnung, finde es raus. Das ist eine geile Beschreibung für ein Item, was wirklich so random ist. Ziemlich cool. Oh, eine Feuerblume noch oben drauf. Was gibt's hier? Nix. Wo sind wir jetzt? Wir sind... Cool. Wir sind im Blütenweiler. Das ist die Stadt der Koopas, wie ich sie nenne. Ja, hier wohnen halt alle Koopas irgendwie. Ah, willkommen, Reisender. Dieser Ort, man nennt ihn Blütenweiler. Und in diesem abgelegenen Ort hatten wir schon ewig keine Touristen mehr. Seit die schreckliche Lohgard die Gegend unsicher macht. Seitdem bleiben die Besucher aus. Lohgard? Das ist bestimmt das große Monster von eben. Lohgard heißt es also. Ein ungewöhnlicher Name. Aber sag mal, du... Hast du schon einmal von den Sternjuwelen gehört? Wir sind auf der Suche nach diesen Steinen. Sternjuwelen? Nie gehört. So etwas fragt ihr am besten den Bürgermeister. Er ist sehr alt und er kann sich an Sachen erinnern, die sonst niemand weiß. Ja, die Alten zum Rat. Die Alten zum Rat und die Jungen zur Tat. Der Bürgermeister wohnt in diesem pinken Haus da drüben. Geht gleich zu ihm. Pink? Na gut, vielleicht nicht gerade geschmackvoll, aber sicher leicht zu finden. Na gut, vielen Dank. Wow, jetzt hatte ich gerade Probleme mit der Synchronisierung von diesem Teil, weil er eine ähnlich hohe Stimme wie Gumbrina hatte. Ich kam kurzzeitig durcheinander. So, hier ist ein Toadhaus. Oder eine Übernachtungsmöglichkeit. Meistens Toadhäuser. Oh, ist die cool. Die ist niedlich. Ah, wir gehen hier raus. Wir sind, glaube ich, voll. Oder? Ja, gut. 1 KP und 3 BP. Dafür brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Oh, ein Itemladen. Wir können hier shoppen. Ich habe Bock zu shoppen. Ich möchte einen POW-Block mitnehmen. Ja, dem brauchen wir nicht zuhören. Der erklärt uns das Rabattsystem. Achso, ja, ist auch eigentlich egal, dann kann ich das auch eben vorlesen. Für jeden Einkauf in einem Laden erhältst du einen Rabattpunkt. Und die Rabattpunkte kannst du gegen Prämien eintauschen, zum Beispiel seltene Items. In jedem Laden findest du eine Tafel, auf der die Prämien verzeichnet sind. So viel dazu. Soll ich es dir nochmal erklären? Nein. Dann viel Spaß bei deinem Einkauf. So ist es so, für jedes Item, was wir erwerben, egal welches, bekommen wir einen Rabattpunkt, so einen Bonuspunkt, Rabattpunkt, wie auch immer der es jetzt eben genannt hat. Habt ihr gerade gesehen, ich habe einen POW-Block gekauft und habe einen Punkt bekommen. Ich kaufe auch noch einen, weil einfach so ist es immer gut, wenn man die mal dabei hat. Was brauchen wir noch? Eventuell einen Pilz? Nein, aber Honigsirup kann man mal gebrauchen. Einfach mal mitnehmen. Was ist das? Schlaffikator. Macht Gegner schlaff und senkt die Abwehrkraft. Nö. Macht härter und erhöht die Verteidigungskraft. Nö. Feuerblume blockt aber. Da nehme ich mir noch eine mit. Was kosten die eigentlich? 8, 5, 5, 8, 5, 4. Aha. Blume war 8. Gut. Könnte nützlich sein, das zu wissen. Was haben wir hier? Wer bist du denn? Hallo. Mein Name ist Bob-Um. Ein alter Bob-Um ohne Träume und Hoffnungen. In diesem Ort tue ich niemandem etwas an, also lass mich in Frieden. Wow. Soll nicht so abweisend sein. Oh, du bist cool. Hallo. Jenseits der Berge im obersten Stock einer alten Burg lebt Lohgard. Man munkelt, in dieser Burg soll es unglaubliche Schätze geben. Viele Abenteurer sind schon ausgezogen, um diese Schätze zu bergen, aber keiner von ihnen ist je wieder heimgekehrt. Was meinst du? Irgendwie gruselig, oder? Ja, bisschen. Bisschen. Wir sind ja noch nicht da gewesen. Ist okay. Boah, bist du cool, du bist ja voll klein. Seit einer Weile spiele ich nur noch mit meinem Nintendo Entertainment System. Besonders gut gefällt mir ein Spiel namens Super Mario Bros. Kennt ihr das? Das müsst ihr euch unbedingt auch kaufen. Boah, was für eine Vermarktungsstrategie hier. Die kleinen Kinder dazu zu animieren, die Leute zum Kauf anzuregen. Das ist gemein. Aber wahnsinnig genial. Nintendo, ihr seid fies. So viel dazu. Ach ja, habe ich schon gesagt, dass ihr euch mit Xbox und Microsoft-Land verbrüdern sollt, wegen einem einheitlichen Controller. Das wäre echt nett. Aha, dich brauchen wir später noch, Madame. Erstmal das pinke Haus aufsuchen hier. Hallo. Bart, Knollnase, was bist du denn für eine Figur? Ha, du bist ein Dieb, das erkenne ich sofort. Nein. Aber leider gibt's bei mir nichts zu holen. Wenn du mit ein paar Münzen und einem antiken Panzer zufrieden bist, dann kann ich dir ruhig geben, mehr aber auch nicht. Die alten Fotos von mir und Oma Koopia, die würde ich allerdings gern behalten. Sie erinnern mich an damals, als wir beide noch jung und verliebt waren. Hey, ich bin Mario. Ich bin voll cool. Was? Du bist gar kein Dieb? Was willst du dann? Du bist auf der Suche nach dem legendären Sternjuwel? Aha. Sag das auch gleich. Da kommen wir doch viel schneller voran. Ich durfte ja nicht mal was sagen. Du musst nämlich wissen, das Sternjuwel, das du suchst, was wollte ich noch gerade sagen? Ach ja, genau. Man erzählt, Lohgard habe ein Sternjuwel in der Burg. Du kennst doch Lohgard, den riesigen, unglaublich grausamen Drachen. Ja, das war der, der uns überflogen hat eben und von dem hier jeder in dem Dorf redet. Natürlich kenne ich den. Mit ihren Überfällen terrorisiert Lohgard die Dörfer in der Gegend schon lange. Und du bist also der Held, der uns endlich von Lohgard befreien will? Ja, bestimmt, weiß ich nicht. Wenn die ein Sternjuwel hat, muss ich sie besiegen. Was für ein Mut! Wenn du uns wirklich von Lohgard erlöst, wirst du entsprechend belohnt. Mit deinem alten Panzer, oder was? Was, wie, du brauchst gar keine Belohnung? Ja, das habe ich nicht gesagt. Was für eine Bescheidenheit! Das ist typisch. Ah, du, wie heißt du noch schnell? Mario. Manio! Ein komischer Name, aber passt, Herr Manio. Das heißt Mario. Na gut, Manio, eine Sache sollst du aber noch wissen. Wenn du zu Lohgards Burg gehst, musst du erst die geheime Röhre finden. Sie soll sich irgendwo in der Nähe des Dorfes befinden. Keiner weiß, wo die Röhre ist, aber um sie zu finden, brauchst du den Sonnenschlüssel und den Mondschlüssel. Diese beiden Schlüssel findest du irgendwo in der Geröllburg. Am besten machst du dich gleich auf den Weg und suchst die Schlüssel. Mach ich. Also, Manio, geh und zeig Lohgard, was eine Hake ist. Das kriege ich hin. Gut, dann machen wir uns auf, den Sonnen- und Mondschlüssel zu finden. Mehr oder weniger. Machen wir das jetzt? Oh, ich habe eine Mail bekommen. Eine Mail für dich. Manchmal bekommst du Mails von Freunden, die du auf deinem Weg kennenlernst. Diese Mails kannst du mit deinem Mail-Receiver lesen. Drücke Start Pause und öffne das Menü, um alle Mails anzusehen. Unter deinen Items findest du auch wichtige Items. Aha, gibt es auch unwichtige Items? Hier kannst du auf deinen Mail-Receiver zugreifen. Nein, das war's nicht. Hier. Aha, 2 Stück. Professor Gumbart-Mails. Wie läuft's auf deiner Reise, Mario? Sicher sehr aufregend. Immer wieder werden dir bekannte Mails... Ach so, immer wieder werden dir bekannte Mails wie diese schreiben. Ah, gut. Du solltest sie dann auch lesen. Ja, da bin ich doch gerade bei. Ich wünsche dir viel Erfolg und freue mich auf deinen Bericht von den Sternjuwelen, Prof. Gumbart. Hier, but first, let me take a selfie. Let me take a selfie. Das reicht jetzt. RAD-Registrierung. Was ist das? Was ist RAD? Keine Ahnung. Willkommen beim Rad. Hallo Mario. Danke für deine Registrierung beim Rohlinger Auskunftsdienst. Abgekürzt RAD. Aha, das ist RAD. Du wurdest angemeldet von unserem Mitglied Prof. Gumbart. Freue dich auf regelmäßigen Spam-Mail von wertvollen Infos. Ja, Herausgeber, Redaktion, Förderverein, Rohling, Spam-Mitglied Number 1. Wir sind raus. Ja, ich könnte schon eingeschlafen. Die auch, wie langweilig das war. Oh, Rad, ey. Die können doch nix. So, was machen wir hier? Hier unten sind irgendwo Knollen. Knollen. 3 Mädels. Wir sind 3 Grazien, die die ganze Welt bereisen. Und dieses Dorf ist bekannt für klares Wasser, saubere Luft und... Lohgard. Die hat eine Männerstimme. Die wollen wir auch besichtigen. Läuft. Läuft bei den 3 Grazien. Die 3 Drahtzieher, hört sich das an. Beste, hey du Knolle. Dieses Dorf ist wirklich schön. Das Wasser ist klar, die Luft ist frisch. In der Tat, was für ein herrlicher Ort. Ach, aber alle fürchten Lohgards flammenden Zorn. Ich verdränge das immer. Irgendwie ist es schon traurig. Ja. Ja, ist traurig. Alle haben Schiss vor dem Drachen, aber keiner möchte ihn bekämpfen und deswegen bin ich hier, weil ich muss den scheiß Karren mal wieder aus dem Dreck ziehen. So, Jump. Willst du den bisherigen Spielfortschritt speichern? Ja, doch. Ich möchte jetzt hier erstmal eine kleine Pause machen. Erstmal gucken, wie viel wir gezockt haben, weiß ich noch nicht so genau. Aber... Ah, ich weiß nicht, mache ich noch ein Stück? Ja, ich mache noch ein Stück. Ich weiß nicht, ich wollte irgendwie jetzt gerade aufhören. Kurze Pause, aber... Meh, ich kann mich nicht trennen, dieses Spiel ist so wahnsinnig gut. Zack. Zack, zack, zack. Okay, komm, wir machen weiter. Hallo, du da. Gehst du hier weiter, kommst du zur Geröllburg. Dort soll es schreckliche Steinmonster geben. Und dieses Tor hier soll uns vor den Monstern schützen. Sieht wahnsinnig robust aus und vor allem so riesig, da kann man gar nicht drüber springen, bestimmt. Aber wenn der Bürgermeister sagt, es ist in Ordnung, dann öffne ich das Tor für dich. Ich kann es auch selbst aufmachen, du brauchst das nicht für mich tun. Dennoch, thanks. Entschuldigung, warte mal. Hm? Hallo? Ich bin Koopio. Man sagt, du gehst zur Burg von Lohgard, oder? Also ich habe da eine, sozusagen eine Bitte. Also, ich meine, entschuldige bitte, auf Wiedersehen. Ein komischer Koopa, was er wohl wollte. Er wollte ein Autogramm haben, aber hat sich nicht getraut, mich anzusprechen. Also, mich richtig zu fragen. Das ist ja schon irgendwie unangenehm bestimmt, wenn man so als Fanboy durchgeht. Oh, ein Sternsplitter. Mal wieder. Ich weiß nicht, wie viel wir haben. Bestimmt 5 oder so. Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Fliegender Gumba. Ich würde gerne auf dich draufspringen, aber... Oh, gut. Ich dachte, ich springe daneben. Bei denen habe ich nämlich immer das Problem, dass ich daneben springe. Oh, ein neuer Gegner. Ein Koopa. Gegen Koopas haben wir bislang auch noch nicht gekämpft, aber Koopas haben einen großen Schwachpunkt. Wenn man auf sie draufspringt, sind sie kurzzeitig ein bisschen derb. Ah, wir bekommen ein Item, ein Herz. Von einem unserer Fans. Hui! Tada! Jetzt gibt es noch eine Kopfnuss. Ich weiß nicht, wie der zweite Cool-Move von Gumbrina geht. Oder kann die den überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Ja, jeder kann irgendwie 2 Cool-Moves. Aber Gumbrina, da finde ich den zweiten nicht. Egal, ist nicht so schlimm. Ach, wir steigen ja gleich Level auf. Genau. Perfekt. Boah, das ist ja cool. Das wäre gar nicht mal so verkehrt. Das ganze Gras hier anquatschen. Gibt's hier was geschenkt oder was? Gebt mir eure Items. Die sind im Übrigen ein bisschen schneller als die anderen Gegner, weil die halt auf ihrem Panzer sehr schnell zu uns hingerollt kommen. Aber mit einem Erstangriff, gerade dem Sprung, ist das immer richtig gut. Die haben nämlich 4 Leben, glaube ich, die Koopas. Ja, ich glaube, es sind 4 Leben gewesen. Und wenn die erstmal auf den Rücken gefallen sind, dann sind die sowieso hilflos zur Hölle. So. Ich hab's verkackt, ich muss unbedingt ein besseres Timing kriegen. Ey, hallo, was fällt dir denn ein? Nur weil sie auch ein Gumba ist? Das bedeutet gar nichts. Geh nach Hause, sie ist meine Freundin. Flan, 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 flan. Level up, yay. Das ist voll cool. Ah, ich bin im Zwiespalt gerade. Ich weiß nicht, was ich zuerst leveln soll. Was nehmen wir? Ordenpunkte oder Blütenpunkte? Also KP brauche ich noch nicht, weil man sieht ja, ich komme relativ super durch. Und das kann ich zur Not auch noch mit dem nächsten Level upscalen. Ich bin am Überlegen, Ordenpunkte oder Blütenpunkte? Ah, ich weiß es nicht. Ah, wir nehmen die Orden. Orden kann man immer gebrauchen. Wir kriegen sowieso später noch welche. Ich weiß jetzt nicht welche genau, aber man kriegt auf jeden Fall noch welche. Und es ist immer gut, wenn wir mehr davon anlegen können. Weil mehr Orden, mehr Skills und mit mehr Skills haben wir mehr Spaß am Zocken. Ich habe einen Bug, kann mich... Ah, ich wollte gerade sagen, ich kann mich nicht mehr bewegen. Was ist hier los? Nicht... Nein! Crap, genau das soll euch nicht passieren. Leute, passt auf, dass ihr nicht so dämlich seid wie ich. Das tut aua. Egal, das ist aber kein Problem. Wir machen den kleinen Gumba hier kalt. Und dann springt Gumbrina bitte auf den Koopa, damit er sein Item nicht einsetzen kann. Und alle sind Happy Family. Cool. Nicht. Mann, warum machst du deinen Cool-Move nicht, Gumbrina? Ich weiß nicht, wie der geht. Hammer, jetzt hau ich dir... Boah, stellt euch mal vor, ihr liegt auf dem Rücken und einer zieht euch voll mit dem Hammer in den Magen, Alter. Boah, ich würde so heulen. Das müsste wahnsinnig wehtun. Oh, coole. Naja, nicht cool, aber lustige Vorstellung. Solange ich da nicht liege. Ist alles gut. Hä, wurde ich nicht aufgeheilt nach meinem Level-Up? Ach, ich wurde da gerade getroffen, ich Idiot. Hab mich ja selbst gekillt. Den POW-Block. Geil. Noch ein POW-Block. Boah, wir können die Teile langsam scheißen. Beste. Was schmeißen wir raus? Das Mysterium will ich behalten. Da kann alles Mögliche rauskommen. Das ist ziemlich cool. Brauche ich einen Pilz? Brauche ich eine Feuerblume? Honigsirup habe ich extra gekauft. Komm, schmeiß mal einen Pilz raus. Nicht so wichtig. Weiter geht's. So, hier wollen wir erstmal mit euch quatschen. Zeige ich euch nämlich jetzt auch noch warum. Weil hier ist nämlich das Gitter zu und wir kommen hier nicht weiter. Das bedeutet im Klartext, wir müssen alle Gegner bekämpfen. Logischerweise. So, und dafür habe ich mir auch die POW-Blocks gekauft. Ich weiß, man findet hier einen. Ich wusste, dass wir einen bekommen, weil ich hätte nicht mal gedacht, dass wir jetzt 2 Stück hier kriegen. So, die machen 2 Schaden, die haben auch nur 2 Leben. Ah, crap, ich habe doch A gedrückt. habe doch schon gesehen, dass der Hintergrund runterfällt. Auch egal, jedenfalls haben wir 10 Sternpunkte bekommen und können weitergehen, glaube ich jetzt. Ja. Epic Animation. Die Tür öffnet sich. Vibration am Controller, aber nicht so krass wie bei Xbox. Also das fand ich echt zu übertrieben teilweise. Das ist gut, dass sich das im Rahmen hält. So, hier müsste irgendwo jetzt ein Koopa rumstehen. Crap, ich wusste es. Egal, den konter ich jetzt. Ha! Ich wusste es. Ich brauche keinen Erstangriff. Ich kann dir auch so einen Schaden machen. So, jetzt mache ich die beiden erstmal zu kleinen Herpaderpinsons. Ihr legt euch mal alle schön hin. Es ist Zeit zum Schlafen. Weil wenn die jetzt auf dem Boden liegen, dann können die nämlich nichts mehr machen. Die krüppeln dann da so rum irgendwie. Und ja, haben da ein kleines Problem. Weil ohne Moves können die mir nichts anhaben. Ja, ich weiß, das sind einfach so ganz, ganz kleine hilflose Viecher. Die liegen dann da rum, tun nichts. Nach einer Runde, wo die dann da gechillt haben auf dem Boden, stehen sie halt wieder auf. Aber dann kann ich sie einfach wieder umhauen. Also, ja, ich würde beinahe sagen, noch einfacher als Gumbas. Aber Gumbas sind halt mit jedem Schlag sofort tot. Also einfacher geht's nicht. Wieder 6 Sternpunkte, die geben nach wie vor noch 3. Ich glaube, Gumbas geben jetzt nur noch 2 Sternpunkte. Weil das jetzt variiert halt auch nach unserem Level. Hartpanzer gefunden. Hatten wir eben schon, erhöht unsere Defense. Damit die mir nicht mehr so viel Damage machen. Komm, gib mir Zeug. Münze. Ah, Mann, warum? Ich wollte doch cool auf den drauf springen. Egal, dann springe ich jetzt cool auf ihn drauf. Cool, cool. Und du springst auch ganz cool mit deiner Kopfnuss auf den drauf. Hahaha. Ja, die Kämpfe ziehen sich immer so ein kleines bisschen. Ich gucke immer, was ich da so rausholen kann, aber irgendwie allzu viel ist es nicht. Jump. Ich könnte eigentlich auch mal eine Sternattacke zeigen, dann wird das mal wieder ein bisschen spektakulär. Aber eigentlich brauche ich das auch gar nicht, irgendwie. Ja. Das wär's. Und wir können weitergehen. Jetzt haben wir hier noch einen POW-Block. Na klar, ich wusste, irgendwo ist noch einer. Hartpanzer geht weg, benutze ich nie. Und auch dieses Mal werde ich ihn nicht benutzen. Tja, tschüss. Die sind lustig. Denen kann man nämlich gar keinen Erstangriff schenken. Beziehungsweise mir keinen Erstangriff auf den, wenn ich auf die drauf springe, weil die stachelig sind. Und wenn ich nah an die rangehe, fahren die ihre komischen Spikes da aus. Und dann kriege ich auch Damage. Also am besten ist POW-Block. Und wenn man wirklich gegen die Kämpfe... Ich weiß gar nicht, ob das anders geht. Ich glaube, die Feuerblume hat die Effekt. So, jetzt fällt er wieder runter. Jetzt schaffe ich es aber. Ha, ich wusste es. Weiß nicht, wenn die einen angreifen, kann man die kontern, das weiß ich, aber ich weiß nicht, ob man die auch mit Feuerblumen angreifen kann, weil dann würde sich auch eine Feuerblume eignen, aber ich glaube nicht. Ich will auch nichts Falsches sagen, also wenn ich das, da mich jetzt vertue, dann schreibt es in die Kommis, sagt Bescheid, nö, geht nicht, damit die anderen das wenigstens wissen. Wieso kann ich auf der Mauer rumlaufen? Like a Boss. Mann, was ist denn das hier für ein... Was willst du? Komm her, bring it on, bitch. Bring it on. Ha, ich bin mir auf den Kopf gesprungen. Bra. Schon wieder so ein Pieks-Gumba. Oh nein. Oh nö. Ich will nicht, dass der sein Item da... Ach, Item, sag ich schon. Ich will nicht, dass der auf mir rumspringt. So, hier. Nimm das. Ich weiß, ich bin ziemlich verschwenderisch. Ich hätte den Kampf anders lösen können, aber das geht so schneller irgendwie. Hey, du hast einen Pilz, den kannst du mir gefälligst geben. Danke für die Feuerblume, die ich gerade verschwendet habe. Danke für den Hotelgutschein, den ich jetzt gerade bekommen habe. Ja. Dann springe ich dir auch noch auf die Mütze. Ich versuche eigentlich so ziemlich jeden Gegner hier mitzunehmen. Oh, der hat eine Feuerblume. Gut, dass wir den als erstes ausschalten. Ich versuche jeden Gegner mitzunehmen, damit ich nicht ganz unterlevelt bin. Sonst müsste ich irgendwie nachleveln, aber das ist eigentlich in dem Spiel gar nicht notwendig. Bis jetzt habe ich nie Probleme gehabt. Technik, jetzt gibt's Kopfnuss-Action. Gumbrina zeigt's hier. Ich kann das wieder machen. Na also. B-I-N-G-O. Ausrufezeichen. Bingo. Dum, dum, dum. So, und jetzt ist auch unser Publikum vollständig. Jetzt haben wir 45 Leute. Ich glaube, mehr können wir nicht haben. Oder maximal 50 oder sowas. Müsste eigentlich sein. Ja, jetzt haben wir 46. Merkwürdig. Jedenfalls kriegen wir jetzt viel mehr Sternenergie für coole Moves. Sieht man ja. Das war jetzt also viel mehr als sonst. Und mit Gumbrina weiß ich den zweiten Move natürlich nicht. Ziemlich doof. Aber auf jeden Fall gibt es mehr als vorher. Die Sternpunkte lassen sich, glaube ich, nicht beeinflussen. Bis auf hinterher einmal mit so einer Kollegin. Aber sonst bleibt eigentlich immer alles gleich. Noch eine Münze. Ist hier was drin? Nö. Hier auch nicht. Was sagt unser Leben? 10, 10, 5. Passt. Kein Problem. Aber gut. Hier machen wir jetzt erstmal einen Cut. Ganz sicher. Fortschritt speichern. Ja. Datei wird gespeichert. So, weil hiernach kommt nämlich voll die lustige Sache. Und die muss ich euch unbedingt im Anfang vom nächsten Part zeigen. Das wird episch. Ach ja, Leute. Das war es erstmal für Paper Mario 2 von mir für heute. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Paper Mario 2, wie oft ich das heute sage, mit mir. Scheiße, das reimt sich immer noch nicht. Ich will den Reimekönig wiederbringen. Nee. Egal, Leute, macht's gut, haut raus, bis zum nächsten Mal. Ciao.